Ja, hallo, hier ist euer Thomas von Free and Ride und wir sind mal wieder im wunderschönen Bikepark OE und nehmen ein Fahrtechnik-Video auf. So wie versprochen, Hashtag alle 14 Tage, supportet mich jetzt Daniel Dyer mit seinem Video-Equipment, um euch meine alten Videos erstens neu aufzunehmen und auch neue Sachen, die ich einfach aus meinen Kursen gewonnen habe. Was ich vorher unbedingt anmerken will. Ey Leute, es gibt nicht die eine Fahrtechnik und es gibt nicht, oh, die Fahrtechnik von dem ist die gute Fahrtechnik und das ist die schlechte Fahrtechnik. Nein, das Wichtigste ist, dass wir überhaupt fahren, weil nur dann werden wir bessere Mountainbiker. Keiner wird durch Video gucken, sorry an die YouTuber, aber durch Video gucken wird keiner ein besserer Mountainbiker, sondern nur durch Mountainbiker werden wir bessere Mountainbiker. Und deswegen fahrt einfach. Alles, was ich hier in dem Video sage, ist natürlich aus meiner Erfahrung. Ich gebe allerdings tatsächlich wirklich fast nur Kurse im Bikepark, also Gravity Mountainbike. Ich mache nichts anderes, hauptsächlich da auch mit dem Themenschwerpunkt Springen. Das sind meine rein subjektiven Erfahrungen und Meinungen, die ich da so habe. Und die können abweichen, sowohl vom klassischen Lehrinhalt der DIMP oder halt von anderen Fahrtechnikschulen, spielt keine Rolle. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung und das ist nicht die einzig richtige oder so. Das ist Blödsinn. Es gibt immer viele Wege führen nach Rom und es gibt viele Techniken, die man benutzen kann. Wie gesagt, Hauptsache ihr seid überhaupt auf dem Bike. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Videoreihe und dieses Intro wird jetzt immer kommen. Und dann wisst ihr sofort, hey, ein neues Fahrtechnik-Video ist da. Jo, danke fürs Zuschauen jetzt schon und nach dem Gucken ausschalten, biken gehen. Ciao, euer Thomas. Okay. Oh, ein Absatz! Wow. Ui, ui, ui. Puh, das war ja ein ganz schöner Absatz. Ja, hallo! Heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Ich nenne das in meiner Sprache, die immer sehr verbildlicht ist, locker bleiben. Und in der Fachsprache heißt das Ganze Körper-Bike-Trennung. Jetzt denkt man, Körper-Bike-Trennung, ist das, wenn die Slopestyler in der Luft ihr Fahrrad wegschmeißen? Ja, das ist natürlich eine sehr extreme Körper-Bike-Trennung. Die bringen wir euch heute nicht bei, beziehungsweise die zeigen wir euch heute nicht. Mir geht es um die Körper-Bike-Trennung. Das bedeutet, dass mein Rad so macht, aber mein Körper bewegt sich nicht. Wenn man zum Beispiel so einen Absatz hat, wie wir den gerade gefahren haben, dann kann man den zwar mit der sogenannten Durchschiebetechnik, die ich ja auch für Vorderradimpuls nenne, kann man die fahren, aber ihr habt gemerkt, in der Landung haben wir dann unglaublich starken Impact und werden langsam. Und wenn jetzt vier hiervon hintereinander kämen, wie zum Beispiel in manchen Downhill-Strecken gerne verbaut, dann kommt man, wenn man immer einen Impuls setzt und immer aktiv im Bike den Körper vorne, hinten macht, irgendwann wiegelt sich das so auf und dann verliert man die Kontrolle übers Bike. Wenn euch das schon mal passiert ist, dann bleibt jetzt dran, weil wir zeigen euch, wie man sowas komplett mit Körper-Bike-Trennung fährt. Das Wichtigste bei der Körper-Bike-Trennung ist, dass ihr euch erstmal bewusst sein müsst und logisch mitdenkt, kommt ein Hindernis, was nach oben ist, wo es nach unten geht. Wenn ein Hindernis kommt, was nach unten geht, so wie das eben hier gezeigte, was auch das, wo man das am häufigsten benutzt, den Gorilla machen wir quasi wie eine Kniebeuge, wir halten den Lenker fest, aktivieren uns vorher. Wenn ich mich vorher aktiviert habe, dann kann ich quasi dann das Rad einfach unter mir fallen lassen. Dasselbe mit den Beinen. Und wenn ihr jetzt mal darauf achtet, wenn wir das gleich vormachen, achtet mal einfach nur bei euch selbst, wenn ihr das übt und auch bei mir jetzt auf den Rücken. Der Rücken bleibt gerade, weil wir wollen nicht, dass der Rücken durch einen Impuls nach hinten geht oder dass er hier vorne hinkommt, wenn man da runterfährt, weil man dann über den Lenker geht. Das ist eine klassische Sache, die leider viele benutzen bei so einem Absatz, wenn dann so ein Weg kommt, dass sie dann tatsächlich nach hinten gehen und bremsen. Das mache ich jetzt erstmal vor und erkläre dann, warum das so gefährlich ist. Klassische Situation, ich fahre das Ganze an, krieg Angst, guck da rein, bremse, gehe nach hinten und gehe über den Lenker. Warum gehe ich jetzt über den Lenker? Aus zwei Gründen. Das erste ist, ich gehe nach hinten und habe vorne gar keinen Druck mehr auf dem Rad. Wie soll das Rad dann noch was machen können? Das zweite, durch den geraden Arm habe ich hier einen wunderbaren Hebelarm installiert, der mich über das Rad schmeißt. Und ich tue bei dieser Art Technik, wenn ich nach hinten gehe, meinen Schwerpunkt nach hinten. So, und jetzt kommen wir zu einem Mythos, den ich aufräume. Wenn ich jemanden frage, wo ist denn der Schwerpunkt von deinem Rad, da kommen immer so Sätze wie, ja, hier so lotrecht überm Tretlager. Ja, aber nur wenn du auch mit der Hüfte lotrecht überm Tretlager bist,
Weil sobald du nach hinten gehst, ist der Schwerpunkt hinten. Weil du bist ja viel schwerer wie das Fahrrad. So, das heißt, versucht euch vertikal im Bike zu aktivieren und nicht so viel vorne hinten zu machen, weil ihr ändert jedes Mal den Schwerpunkt und somit hat ein Reifen mehr und einer weniger Druck und das führt oft zu Stürzen oder zum Kontrollverlust. Gleich zeigen euch Daniel und ich mal, wie man das macht, wenn man halt komplett entkoppelt oder locker bleiben oder Körper-Bike-Trennung-Technik anwendet an diesem Absatz. Achtet auf den Rücken und achtet drauf, wie schnell das Rad bleibt. Wand und dann kommt hier so ein Hubbel, wo genau das Vorderrad reinpasst. Laut Bike-Zeitung mit 27,5 Zoll quasi unfahrbar. Nein, Sperrscherz beiseite. Da ist wieder die Kunst, hier nicht steif zu werden im Rad, sondern einfach locker zu bleiben und auch hier einfach das Rad zu sich kommen zu lassen und das Rad das einfach ganz alleine abrollen zu lassen. Achtet auch dabei jetzt, wenn das von der Seite jetzt wieder gefilmt wird, mal auf meinen Rücken, wie viel sich der Rücken neigt. Das ist auch euer Selbstmesser eigentlich, der ganz cool ist. Denkt immer an die Kniebeuge. Bei der Kniebeuge macht er ja auch nicht so, sondern da geht er ja auch mit geradem Rücken runter. Und macht das auch mal beim Gravity-Biken. Das bringt euch sowas von zentral ins Bike. Das hilft einfach total weiter. So, dann rollen wir das jetzt mal ab. Bis gleich. Wie ich auch schon in den 5 Übungen für zu Hause gesagt habe, das Wichtigste an dieser Technik ist einmal die Aktivierung über den Kniebeugen-Gorilla, wie ich den jetzt nenne. Und das Zweitwichtigste, was viele Mountainbiker unterschätzen, ist der Greg Minar-Blick. Ich gucke nur immer dahin, wo ich hinfahren will. Das ist der einzige Satz, der Pauschalgültigkeit hat im Mountainbike. Ansonsten bin ich voll gegen Pauschalaussagen. So immer hier hin und immer so, nein. Dafür ist der Sport viel zu individuell. Aber beim Blick zählt immer der Satz, guck dahin, wo du hin willst und nicht da, wo du bist. Oder wo du glaubst zu stürzen. Wer guckt, da hinguckt, das geht, guckst du vom Baum, fährst du im Baum. Also der Blick ist auch sehr wichtig. Dann wollte ich kurz erklären, warum diese Videos im Verhältnis zu sonstigen Videos so kurz sind. Ich will nur kurze Ansagen machen. Es ist ja eigentlich nur eine Bewegung, nämlich das Aktivieren und das Lockerbleiben. Und das sollt ihr dann direkt üben. An Treppen, an Absätzen, im Wald, auf Wurzeln. Wir zeigen jetzt noch an zwei Stellen im Park, wo man das praktisch anwenden kann. Dann sollt ihr eigentlich ausschalten und das selber zu Hause üben. Lange Videos gibt es dann mit Daniel zusammen, wie ich Daniel was Neues beibringe. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ihr seht, ich bin gerade hier diese Stufen gefahren, die gehen um die Kurve, hier steht ein Baum, es ist loser Boden, extrem lose im Moment, weil es so trocken ist. Aber ich habe die ganze Zeit eigentlich die Kontrolle behalten, kann bremsen, kann lenken, weil ich einfach nur im Bike bleibe, ohne halt eine Aktivtechnik wie das Durchschieben oder wie ein Rebound-Hop zu benutzen. Weil all diese Irritationen bringen höheren Impact und bringen Unruhe ins Bike. Ich versuche das Bike quasi einfach seinen Job machen zu lassen, ohne mich. Und das können die Fahrräder teilweise ziemlich, ziemlich gut. Also Leute, geht raus, trainiert, wo immer ihr auch könnt. Körper-Bike-Trennung, es macht euch zu einem wesentlich entspannteren Mountainbiker. Bis zum nächsten Video, euer Thomas. Und dann fährst du von hier oben so da runter rein. Hast du das jetzt gefilmt? Das sind doch so Outtakes, oder nicht? Okay. Ich bin froh, wenn ich 65 bin und nur noch Gravelbike fahre.